Gupla Morning und herzlich gegrüßt aus Papua-Neuguinea. Heute geht es um die vermeintlich kleinen Erfolge auf dem Heilungsweg. Und zwar ist es so, dass der Narzisst dir so geschadet hat, dass nicht nur dein Leben ein Scherbenhaufen ist, sondern auch du selbst. Und genauso wie du dieses ganze Szenario und den Narzissten selbst und alles, was dazugehört, zu diesem ganzen Drama und zu diesem ganzen Scheiß nach und nach akribisch wieder zusammensetzen musst, so musst du auch dich jetzt wieder nach und nach akribisch zusammensetzen. Das heißt, dass jeder noch so kleine Erfolg auf deinem Heilungsweg zählt, Gewicht hat. Es ist ein großes Puzzle. Es geht um dieses Gesamtbild, das sich aus ganz, 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 ganz vielen kleinen unterschiedlichen Faktoren zusammensetzt. In anderen Worten, der Heilungsweg ist ein Marathon und kein Sprint. Okay? Und jetzt bist du in dieser Situation, dass du dich da rauskämpfen möchtest aus dieser toxischen Beziehung. Und da darfst du einfach jeden kleinen Erfolg feiern. Alles, was dazu beiträgt, dass du wieder gesund wirst und dass du wieder zu dir kommst, okay, ist ein absoluter Erfolg. Wenn du es schaffst, auch mal Nein zu sagen, absoluter Erfolg, zelebriere es. Wenn du eine Grenze setzt, absoluter Erfolg, zelebriere es. Wenn du es heute geschafft hast, etwas Gutes für dich zu tun, okay, du hast dir was Gesundes gekocht oder du hast ein bisschen Sport gemacht oder du hast es geschafft, einen Fuß vor die Tür zu setzen und einen Spaziergang im Wald zu machen, absoluter Erfolg, zelebriere es. Oder wenn du beispielsweise gestern an den Narzissten noch 24/7 gedacht hast, aber heute 2 Stunden weniger an ihn gedacht hast als sonst, zelebriere es. Wenn du es geschafft hast, jetzt seit 2 Monaten nicht mehr auf den Narzissten zu reagieren, auch wenn er dich ständig versucht zu kontaktieren oder wieder um den Finger zu wickeln, zelebriere es, okay, um mal einige Beispiele zu nennen. Und darum geht es, dass nachdem du durch die Hölle gegangen bist, jetzt nach und nach wieder zu dir findest. Und da darfst du auch nicht die Erwartungshaltung haben, dass jetzt, sag ich mal, von einem Tag auf den anderen plötzlich alles gut ist. So über Nacht, so du bist jetzt über Nacht. Hast du die ganze Scheiße jetzt aufgearbeitet? So funktioniert es leider nicht. Natürlich wäre das schön, aber das ist nicht die Realität. Das ist der Heilungsweg, dass du dich nach dieser Erfahrung nach und nach wieder zusammenflickst. In kleinen Schritten, aber möglichst kontinuierlich in die richtige Richtung. Und ja, dass das halt eben auch so viel Zeit braucht, wie es eben braucht. Du bist durch die Scheißhölle gegangen, okay? Wenn man durch die Scheißhölle geht, erholt man sich nicht innerhalb von 2 Monaten davon. Das braucht Zeit und es ist in Ordnung, dass es Zeit braucht. Und auch hier gilt, der Weg ist das Ziel. Und deshalb sage ich dir an dieser Stelle, zelebriere die kleinen Erfolge. Weil wenn du nur auf diese ganz großen Ziele blickst, während du den Heilungsweg gehst, dann wird dich das demotivieren. Dann wird dich das runterziehen. Dann wirst du glauben, dass irgendwas mit dir falsch ist. Dann wirst du glauben, dass der Narzisst recht hatte. Okay? Und auch wenn dir das lächerlich vorkommt, die kleinen Erfolge zu zelebrieren, weil du dich vielleicht mit anderen vergleichst und dir denkst, ja, scheiße, die sind stark, die kriegen das gebacken und ich hier bin zu dumm, aufzustehen, rauszugehen, auch mal zu lachen, bliblablub. Und um nicht in diese Falle zu laufen, halte auch mal inne und
lass diese kleinen Momente auf dich wirken, diese kleinen, vermeintlich kleinen Erfolge. Schätze sie, nimm sie an, freu dich darüber und sammel so viel kleine Erfolge wie möglich. Und das wird dann der große Erfolg. Das ist das große Ziel. Diese Momente, die führen dazu, dass du nach und nach zu dir kommst, dass du nach und nach wieder stark wirst, dass du dich nach und nach wieder kennenlernst und damit einhergehend nach und nach wieder einen Bezug zu dir bekommst. Und mach dich nicht fertig dafür, weil es eben diese Zeit braucht. Okay? Es ist ein Prozess. Man muss es einfach ganz realistisch betrachten. Du wurdest konditioniert. Du wurdest emotional missbraucht. Dir wurden deine Ressourcen genommen, deine Kräfte genommen, deine Gesundheit genommen. Das ist etwas, das macht man nicht mal kurz. Okay? Es ist ein Prozess. Und kein leichter. Okay, aber es ist wichtig, dass man diesen Prozess angeht. Dass dieser Prozess stattfindet. Und dieser Prozess, der besteht nun mal aus diesen kleinen, vielen Momenten. Ich kann dir ein Beispiel nennen. Ich mache seit ich 15 bin Musik. Und durch den narzisstischen Missbrauch habe ich da völlig mein Interesse auch an der Musik verloren, weil ich so depressiv war. So. Und dann war es aber irgendwann so, dass ich mich einfach wieder hingesetzt habe. Das heißt, ich habe manchmal 8 Stunden lang am Tag, 12 Stunden lang am Tag Musik gemacht. Da könnten jetzt auch Leute sagen, ja, das ist ja viel zu übertrieben und das führt ja nicht zum Ziel und es ist ja voll dumm und was weiß ich, sollen die Leute reden. Aber ich hatte für mich diese kleinen Momente innerhalb dieser Zeit, als ich diese Musik gemacht hatte. Wieso? Ich war kreativ tätig, okay? Und habe in diesen kleinen Momenten gemerkt, hey, ich habe das drauf. Ich kann das, ich bin kreativ, krass, das habe ich gerade erschaffen. Das habe ich gemacht, das schlummert in mir und ich habe es rausgeholt. Das heißt, ich hatte kleine Erfolgserlebnisse. Ich habe wieder eine Seite an mir entdeckt oder neu entdeckt. Und das ist dieses Prinzip. Es geht darum, sich vom Narzissten abzuwenden, den Blick wieder auf sich zu richten und diese kleinen Momente zu schaffen und zu zelebrieren und dran zu bleiben. Das ist der Heilungsweg. So funktioniert das. Geh nicht zu hart mit dir ins Gericht. Sieh das wirklich als das, was es ist. Du wurdest missbraucht, du wurdest ausgebeutet, du wurdest getäuscht, du wurdest verarscht und du wurdest kaputt gemacht. Okay, und jetzt musst du dich nach und nach wieder selbst zusammenflicken. Du hast so viel Ballast jetzt. Du hast diese ganze ekelhafte Pampe an dir, auf dir, in dir, die der Narzisst auf dich geschüttet hat. Und diese Last ist noch da. Die geht nicht einfach weg. Das heißt, dir bleibt nichts anderes übrig, als Schritt für Schritt vorzugehen. Und es ist auch völlig in Ordnung, dass das noch nicht perfekt ist. Und auch, dass du Fehler dabei machst. Und dass es Rückschläge gibt und Misserfolge und alles. Es ist völlig in Ordnung. Also, zelebriere die kleinen Momente, freu dich über die kleinen Momente, sei stolz auf dich für jeden kleinen Schritt, den du machst. Okay? In deiner Situation ist es nicht selbstverständlich. Okay? Weil jeder kleine Schritt nach so einer Erfahrung auch so viel erfordert und abverlangt. Jemand, der diese Erfahrung nicht hinter sich hat, der wird dir sagen, ja, das ist noch Peanuts, okay? Aber du hast diese Erfahrung jetzt hinter dir oder du steckst noch in dieser Erfahrung. Für dich haben diese kleinen Schritte viel mehr Gewicht wie für jemand anderen in einer ganz anderen Situation, okay? Schau auf dich, geh auf dem Heilungsweg, mach es in deinem Tempo, sei nicht so hart zu dir und bleib am Ball, okay?
Und dann kann es nach und nach nur besser werden. Und auch wenn nicht morgen alles perfekt ist, drauf geschissen, dann kann man das immerhin noch so erfassen, dass gestern mit dem Narzissten war eine einzige Katastrophe, eine Hölle auf Erden, okay? Und heute ist es schon ganz gut, dann ist es doch schon extrem viel, oder nicht? So musst du das sehen. Okay? Und du kommst dann auch langfristig auch an die ganz großen Ziele, sag ich mal. Aber die ganz großen Ziele bauen eben auf diese kleineren Momente, auf diese kleineren Erfolgserlebnisse auf. Gib da die Hoffnung nicht auf. Bleib am Ball und Stück für Stück wird es dann besser werden. Bitte bleib dran. Wirf dein Leben nicht weg wegen einem einzigen beschissenen Menschen, sondern hol dir dein Leben zurück und dann verteidige es. Falls dein Hilfebedarf über diese Videos hinausgehen sollte und du noch jemanden suchst, der dich versteht in deiner Situation, der Wissen hat zu diesem Thema, der das selbst erlebt hat, dann darfst du mich gerne kontaktieren. Auf dieser Webseite hier kannst du mal vorbeischauen. Und ja, vielleicht wäre es ja was für dich. Okay. In diesem Sinne, mach's gut, pass auf dich auf und bis bald.